Turbulente Tage zwischen Bescherkind und Quarkstollen. In der Lausitz gibt es uralte Bräuche und Traditionen. Der Advent ist die Zeit der Wunder, heimelig und vertraut, aber auch ungewohnt und einmalig. Egal ob mit oder ohne sorbische Wurzeln, in der Dorfgemeinschaft erlebt man vom Weihnachtsmarkt bis zur Bescherung so manches miteinander. Fröhliche Weihnachten in Zeisig. Anfang Dezember. Es sind die ersten Tage im Advent. Noch ist es still in Zeisig, dem kleinen Dorf im Norden der sächsischen Oberlausitz. Am Ende der Dorfaue brennt schon Licht. Auf dem Hof der Familie Kasper macht die Chefin ihre Runde. Wie jeden Tag in aller Herrgottsfrühe weckt sie die tierischen zwei- und vierbeinigen Mieter. Na, guten Morgen. Zuerst sind Bonnie und Clyde an der Reihe, die Laufenten. Das kühle Bad im Dorfgraben lockt und das gefiederte Ehepaar kann es wieder einmal kaum erwarten. Die machen jetzt ihr Morgenbad. Ey, ihr Räuber! Guck mal her! Hinter dem Haus wohnen die Esel, Ponys und Schafe. Die meisten Tiere kamen von Freunden und Bekannten. Denn vor 8 Jahren hat Doris Kasper das Gehöft ihrer sorbischen Großmutter zum Erlebnishof mit Pension umgebaut. In wenigen Stunden kommen die ersten Gäste Landluft schnuppern. Dann muss hier alles versorgt sein. Guten Morgen, Dobranje. Die Begrüßung ist zweisprachig, wie in vielen Dörfern dieser Region, wo Sorben und Deutsche zusammenleben. Eigentlich ist die 38-Jährige von Beruf Archäologin, hat die Welt bereist. Doch das Dorf ihrer Kindheit hat sie nie losgelassen. Das heißt aber auch viel Arbeit, gerade in der Weihnachtszeit. Ja, ich komme. Wir haben einfach eine Verantwortung für die Tiere mit. Das ist auch was Schönes. Das gehört einfach dazu, so in der Natur, also draußen so zu sein. Und das ist einfach was ich nie missen möchte. 3 Kinder hat Doris Kasper und die mussten früh lernen, Verantwortung auf dem Hof zu übernehmen. Hier wohnt Joppi, Bertha und Fee. Die 11-jährige Johanna und der 8-jährige Franz sind im Dorf aufgewachsen. Das Füttern der Hasen und Meerschweinchen gehört zu ihren täglichen Aufgaben. Während Matti, der Älteste, für das Heizen der Gaststube zuständig ist. Okay, Matti, du kannst ja mal noch den Brotkorb rausschaffen, das ist mir das Buffet. Okay. Meine Großmutter und mein Vater sind im Prinzip Sorben. Also ich bin Sorbe halb, weil das merkt man schon. Also dieses Temperament, auch einfach dieses Slawische hab ich schon drin. Auch so eine Herzlichkeit, so was typisch, in den slawischen Gegenden ist. Einfach so, wenn der Tisch voll ist, können wir trotzdem noch mit ran. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit ist viel los auf dem Erlebnishof. Zeit für Besinnlichkeit bleibt der Wirtin nicht. Wenigstens muss sie sich nicht um das Stollenbacken kümmern. Dafür gibt's den Dorfverein. Der ist am anderen Ende der Dorfaue zu Hause, im Zeisighof, einem über 100 Jahre alten sorbischen Bauerngehöft. Wolfgang Finger ist der alte Ortsvorsteher von Zeisig, jetzt Rentner im Unruhestand. Im Verein ist er heute für den Backofen zuständig. Und auch Nico Thäle ist früh auf den Beinen, er arbeitet ehrenamtlich im Verein. Wie jedes Jahr vor Weihnachten hat er dafür extra Urlaub genommen. Hey, moin. Hi, Nico. Ja, moin. Hast du gut geschlafen? Ja. Ausreichend. Hoffe ich. Na ja. Wird eine lange Schicht heute. Ja. Und dann nochmal 4. Gelernt hat Nico sein Handwerk bei einem alten Bäcker. Als der Dorfverein vor Jahren den Ofen wieder in Betrieb nehmen wollte, hat er geholfen. Und inzwischen ist es eine gute Tradition. Vor Weihnachten wird hier Lausitzer Quarkstollen gebacken. Mehl haben wir, Butter haben wir. Eier brauchen wir noch, die 32 Stück. Oh, ja. Wir haben angefangen mit hier für uns mal schnell privat ein paar hinten dran gehangen. Und schwuppdiwupps war die Bestellliste halt so lang, dass wir jetzt halt aus den 10 Stollen, die wir mal gebacken haben, ich glaube, heute backen wir 60. Also mal gucken, wie viel rauskommen, aber 60 Stück so haben wir vor. Ne? Ja, 60, habe ich dir das noch gar nicht gesagt, oder was? Müssen wir ja sehen, dass wir um 8 fertig sind heute Abend. Ja. 60 Stollen.
Das kostet Kraft. Denn hier wird der Teig noch von Hand geknetet. Früher hatten viele Höfe einen eigenen Backofen. Dieses Stollenbacken, naja, gehört halt zu Weihnachten. Ne? Und früher sind die in die Dörfer dann zum Schluss noch weiter zusammengerutscht in der Familie. Und es war dann auch so, der Bäcker oder der Hof, der noch einen Ofen hatte, da war es dann so, dass quasi die ganzen Leute, die keinen Ofen hatten, gekommen sind und ihren Stollenteig mitgebracht haben und derjenige dann zum Schluss das alles abgebacken hat. Diese Aufgabe haben nun die ehrenamtlichen Bäcker des Vereins übernommen. Na, man freut sich, dass man halt was gegeben hat und dass, wenn der Stollen angeschnitten wird und gegessen wird, dann natürlich auch an einen gedacht wird. Die ersten Weihnachtsstollen sind fertig. Zumindest kulinarisch steht dem Fest nun nichts mehr im Wege. 2-3 Tage liegen lassen, perfekter Stollen. Super. Hat sich gelohnt? Ja. Einige Tage später. Beim Verein im Zeissighof herrscht heute emsiges Treiben. Der jährliche Weihnachtsmarkt soll am Nachmittag eröffnet werden und jede Hand wird gebraucht. Die warten draußen aufs Kabel. Aufs Kabel? Ja. Das ist nicht so wichtig wie unser Stollen. Ja, das ist, beides gehört zusammen. Ja. Der Stollen ist für den Weihnachtsmarkt. Doch wenn der Vereinschef ruft, wird geholfen. Auf Nico, da kann man sich verlassen, man muss es zwar koordinieren, aber wenn man da einmal was gesagt hat, es läuft. Hans Grober lenkt die Geschicke des Dorfvereins seit über 10 Jahren. Eigentlich ist dem ehemaligen Bergbauingenieur nichts zu schwer, doch hier muss er passen. Wo hier hin? Aha. Die Fachkraft? Jawohl. Ja, Hans, da musst du wohl mal was machen. Ja, man muss in der Werbung arbeiten. Da musst du mal backen. Da musst du mal den Teig kneten. Hier muss die Jugend ran. Ja, kannst du mir mal sagen, wie der Nico das gemacht hat? Gezaubert. Vor 20 Jahren stand der alte Zeissighof leer und drohte zu verfallen. Ein Verein wurde gegründet und alle packten mit an. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Heute wird der Hof das ganze Jahr genutzt. Ja, noch weiter rüber, oder? Nee, bitte gerade hängen. Oh, hier ist auch der Holzwurm schon drin. Am schönsten ist die Adventszeit, wenn alles für den Weihnachtsmarkt geschmückt wird. Doch Preisschilder, Tackern und Stände schmücken ist nichts im Vergleich zu dem, was Hans Grober und seine Männer nun zu bewältigen haben. So, mal kurze Arbeitseinweisung dann. Mitkommt Werner, Otto, du. Der Weihnachtsbaum für den Zeissighof muss gefällt werden. Und noch ahnt Hans Grober nicht, was da auf ihn zukommt. Mein lieber Mann. Knapp 5 Meter hoch ist die Tanne auf einem Grundstück der Siedlung. Der Besitzer hat sie dem Verein gespendet. Ein wirklich schöner Baum. Jetzt muss er zum Zeissighof, um dort aufgestellt zu werden. Ich hab'n. Doch wie den Riesen vom Hof bekommen. Für die Männer ist das Prachtexemplar einer Tanne jedenfalls zu schwer. Halt. Weihnachten dieses Mal tannenlos. Wir müssen noch 2 Leute holen. Wir haben gefrühstückt hier. Wolfgang Finger hat die Backstube verlassen und Verstärkung mitgebracht. Ja, warte, machst du mit hier oder was? Machst du mit hier. Es wäre das erste Mal, dass Zeissig seinen Weihnachtsbaum nicht pünktlich aufstellt. Undenkbar. Siehst du, es wird schon leichter, ja. Doch wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Erst recht hier in Zeissig. An der Dorfaue gleich neben dem Zeissighof ist die Familie des Ortsvorstehers zu Hause. Und auch hier wird in Sachen Weihnachtsbaum... Jawohl, dagegen drücken, Werner. Unten schieben. ...geklotzt und nicht gekleckert. Alle müssen anpacken. Die Eltern, Annette und Jens Sarotnik und ihre 3 Kinder. Die älteste Tochter ist extra aus Leipzig angereist, wo sie studiert. Heute werden alle gebraucht. Auch ein kleines Stückel zurück wäre besser. Martha, geh mal bitte rundherum und schau mal, würde er jetzt gerade sein im Lot. Bei Sarotniks haben die Frauen das Sagen. Sie sind in der Überzahl. So, und jetzt würde ich sagen, ich halte wie
immer auch gerade. Ist der Stamm gerade? Gibt es dafür keine App? Ja. Die Weihnachtsbaum-Gerade-Steh-App. Bei den Männern vom Dorfverein liegt die Riesentanne für den Zeissighof inzwischen in der Waagerechten und rollt über die Dorfaue. Und auch sonst ist alles geschmückt und vorbereitet. Der Weihnachtsmarkt soll ein Erfolg werden. Schließlich kommt das Geld aus der Tombola und dem Glühweinverkauf der ganzen Gemeinschaft zugute. Jetzt fehlen nur noch die Besucher. 14 Uhr ist Eröffnung und 14 Uhr wird losgeblasen. Ortsvorsteher Jens Sarotnik und Hans Grober haben ein flaues Gefühl. Machen los. Noch ist der Hof leer, aber Verstärkung naht. Es sind die Kinder der deutsch-sorbischen Dorfkita mit ihren Erzieherinnen. Wie jedes Jahr werden sie auf dem Weihnachtsmarkt singen. Ein Highlight für das Fest. Dicht gedrängt stehen Eltern, Großeltern und Besucher, um deutschen und sorbischen Weihnachtsliedern zu lauschen. Im Dorf sind die beiden Seiten der Lausitz lebendig. Auch die Familie von Ortsvorsteher Jens Sarodnik hat deutsche und sorbische Wurzeln. So, Werni. Dipkone brauchst du? Stirjoch? Na, als auch, jo, los. Annette Sarodnik ist in Eile. Mit den Töchtern Martha und Hanka fährt sie zum sorbischen Weihnachtssingen. Alles klar. Wollt ihr mir? Also, die Schürze, die Seidenschürze ist sorgfältig zu verpacken, um sie unbeschädigt. Ja, Schleifen haben wir. Alles klar, dann los. Wollt ihr mir? Die Mädchen haben die evangelische Festtagstracht ihrer Region angezogen. Die wird innerhalb der Familie vererbt und ist deshalb besonders kostbar. In der Lausitz gibt es katholische und evangelische Sorben mit ihren ganz eigenen Trachten und Bräuchen. Gelebte Vielfalt. Wenn ich heirate oder so, was in der Richtung, dann ja, wird derjenige oder diejenige sich dann auch damit abfinden müssen, ne? Dass ich ab und zu mal ein paar sorbische Brocken in meine Sprache einflechte und das auch zunehmend zum normalen Umgangston gehört. Und wenn ich Kinder habe, dann werde ich denen wahrscheinlich auch sorbische Namen geben, weil ich habe ja selber einen, also Hanka ist ein sorbischer Name. Was alle Sorben eint, der Stolz, sich durch die Jahrhunderte behauptet zu haben. Selbstverständlich ist das nicht, sondern das tägliche Bemühen um den Erhalt von Traditionen. Im 20 Kilometer entfernten Örtchen Schleife findet jedes Jahr das Weihnachtskonzert des sorbischen Folklore-Ensembles statt. Martha spielt den Dudelsack. Eine Herausforderung. Der wurde eigentlich früher von Männern gespielt, aber wir denken, Frauenpower schafft das auch und haben das Instrument gelernt und spielen bei dem Dudelsack heute, übernimmt Martha die Rolle des Dudelsack-Spielers. Und ja, er ist aus einem Ziegenfell gemacht. Hier ist das Pflaumholz überall am Dudelsack. Das sind von einem männlichen Hausschwein die Zähne. Die sollen als neue Ziegenhörner dienen. Hier sieht man das Gesicht, hier ein Ziegenkopf. Also um einen Dudelsack zu bauen, braucht man drei Tiere, Ziege, Schwein und Kuh und einen Pflaumenbaum. Und dann kann man sich einen Dudelsack bauen. Ja, ist gar nicht schwer. Genau. Viel Zeit zum Proben hatte Martha nicht, denn sie studiert ja gerade. Zur Unterstützung ist der Rest der Familie angereist. Vater Sarodnik mit dem Bruder und Oma Monika. Gemeinsames Musizieren war in den Dörfern der sorbischen Lausitz schon immer wichtig. Besonders in der Winterzeit, wenn die Nächte länger sind. Es ist still an der Dorfaue in Zeissig. Nur noch wenig Zeit ist bis zum Weihnachtsfest. Für Martha und Hanka aber ist es ein besonderer Tag. Am Nachmittag wird im Dorf das Bescherkind erwartet. Ganz professionelles Sacköffnen hier am Start. Doch bevor es soweit ist, gibt's Adventsleckerlis für Frieda. Die Stute ist der Liebling der Mädchen und wie Labrador-Mischling Milan ein wichtiger Teil der Familie. Sie mag das ganz Typische, also Äpfel, Möhren, sowas und
Bananen findet sie auch ganz klasse, wenn ich die mal mitbringe und wir noch welche übrig haben, dann kriegt sie auch Bananen. Das ist sowas, was man ihr dann geben kann, wenn sie es gut gemacht hat und wenn man sie belohnen möchte. Martha, die Ältere, hat vor einem Jahr die Schule beendet, war in Kanada und den USA. Jetzt studiert sie Tiermedizin und kommt nur an den Wochenenden nach Hause. So wie ihr geht es vielen. Sie werden flügge und verlassen die Dörfer. Auch wenn es jetzt hier nicht irgendwelche riesigen Mammutbäume gibt oder riesige Nationalparks. Ich bin einfach glücklich hier in der Region und deswegen will ich auch hier bleiben. Ja, man hat diesen Sinn von Verbundenheit und Vertrautheit, der einem vielleicht das Gefühl gibt, so zu Hause zu sein und immer so die Ruhe in einem erweckt, wenn man wieder da ist. Genau. Wollen wir sie jetzt rausbringen? Ja, dann los. Gerade in der Weihnachtszeit wird vielen bewusst, wie wichtig die heimatlichen Wurzeln sind. Und Heimat, das ist ja auch der Geschmack des guten Lausitzer Quarkstollens. Vereinsbäcker Nico Thäle ist auf Dorftour. Eine feste Station auf seinem Weg über die Dorfaue ist der Kasperhof. Hallo. Hallo. Na? Na, grüß dich. Bring dir den Stern. Hi. Hi. Tachchen. Super, das ist aber schön von dir. Ja? Danke. Nimm dir mal ihn raus. Und wenn dann schon mal der Bäcker im Haus ist, wird auch gleich noch gefachsimpelt. Okay. Kann ich dich gleich mal fragen, wie das ist? Weil wir nämlich Plätzchen gemacht haben und bei Plätzchen brauchte der Ofen doch nicht so eine hohe Temperatur, oder? Ja, also da musst du so, ich denke mal, wenn du 200 Grad oder sowas hast, ist das schon optimal. Aber ich glaube, man sollte ein bisschen auf die Höhe immer achten. Die haben alle eine unterschiedliche Höhe und Dicke. Da ist es dann so, das kann man dann halt schlecht backen. Ne? Gerade in so einem alten Steinofen ist es dann halt immer schwierig, weil man die Temperatur ja auch nicht so einschätzen kann. Einfach darauf achten, dass die Plätzchen alle ein bisschen gleich hoch sind. Habe ich meiner Tochter gesagt, müssten gleich hoch sein, hat sie gesagt, ach, da wären die eben anderen ein bisschen weicher. Ja, und das sagen meine Kinder auch immer. Bevor auf dem Kasperhof die Tiere und Gäste wieder volle Aufmerksamkeit verlangen, tut die kurze Verschnaufpause gut. Am anderen Ende der Zeissiger Dorfaue liegen schon die Sachen für einen Brauch bereit, den es nur hier in der Region um Zeissig gibt. An den Adventswochenenden geht das Bescherkind durch die Dörfer. In diesem Jahr ist es Martha. Dein Gesicht wird abgedeckt mit diesem Schleier, weil das Kind ja nicht, oder das Bescherkind, weiß nicht, spricht, nicht erkannt werden soll. Deswegen machen wir das davor und du hast auch eine wunderschöne weiße Schleife, die wir immer am Kinn mit festmachen bei dieser großen Frauenhaube. Annette Sarodniks Freundin Birgit ist vorbeigekommen. Sie ist sorbische Ankleidefrau und wird immer dann gerufen, wenn aufwendige Trachten benötigt werden. Es erfordert viel Geduld, bis Unter- und Überröcke, Schürze und Schleifen fest an der richtigen Stelle sitzen. So eine Tracht zieht man nicht an wie heutzutage schnell mal ein paar Jeans, weil es ist aufwendig. Es ist wirklich mehrere Stunden und es ist auch, wird alles mit Nadeln zusammengesteckt. Früher wurde das Bescherkind von jenem Dorfmädchen gespielt, das im kommenden Jahr heiraten sollte. Deshalb trägt es traditionell die sorbische Brauttracht. Doch die Zeiten haben sich geändert. Auch wenn Martha noch nicht so schnell heiraten wird, stolz ist sie schon, das Cicciatko, zu Deutsch Bescherkind, zu sein. Es wiegt auch schon einiges und man läuft dann ja auch ein paar Stunden darin rum. Aber dafür, dass ich das einmal im Jahr mache, da halte ich das gerne aus. Wie jedes Jahr wird das Bescherkind nicht nur die Weihnachtszeit in Zeissig einläuten, sondern auch die Seniorenweihnachtsfeier im Feuerwehrhaus besuchen. Papa, sagst du mir dann genau, wann ich reinkommen soll? Du kommst dann, ja, um drei. Wir gehen um drei, gehen wir hin und auf um drei gehst du rein. Er wird nicht eher beginnen, seine Veranstaltung. Ja, das kommt. Als Ortsvorsteher wird Vater Sarodnik die Feier eröffnen. Jetzt fällt nur noch der Schleier vor dem Gesicht des Bescherkindes, damit niemand erkennt, wer sich hinter der mythischen Figur verbirgt. Wenn der Schleier vorm Gesicht ist, dann wird nicht mehr gesprochen. Auch den ganzen Weg hin und auch den Weg zurück nicht. Das ist so, ja, ich denke, das unterscheidet von Folklore oder von Fasching. Und dann ist es soweit. Zusammen mit seinen Begleiterinnen zieht das Bescherkind von Haus zu Haus. Der Brauch hat eine lange Tradition in der Lausitz, noch bevor der Weihnachtsmann im 19. Jahrhundert den Siegeszug antrat.
gucken wir mal, wo das Bescherchen bleibt. Man hört es schon läuten. Ich hol's mal ab. Anders als beim Weihnachtsmann trägt das Bescherkind keine Rute, um zu strafen. Das Auflegen des Birkenreisig und das Streicheln der Wangen soll im kommenden Jahr Glück bringen. Früher mussten die Kinder dafür ein Gedicht aufsagen. Heute gilt, im Dorf bekommt jeder den Segen. In dieser ruhigen Zeit war das ein Höhepunkt, wenn das Kind, das Bescherkind ging. Es war ein Höhepunkt, es war was Anmutiges, etwas Besinnliches. Ich freue mich natürlich, dass es Anlass ist für die Martha, die sagt, das mache ich gern mit. Ich komme nach Hause und wir finden uns und wir machen etwas da gemeinsam. Das ist es vielleicht. Einfach ist es sicher nicht, stundenlang unter der schweren Tracht über die Dorfstraße zu gehen. Doch erst, wenn auch der letzte Bewohner seinen Segen bekommen hat, verschwindet es wieder, das Bescherkind, so still und geheimnisvoll, wie es erschienen ist. Bis zum nächsten Jahr, um das Glück zu erneuern. Der heilige Abend naht. Und an der Dorfaue gibt es sogar ein wenig Schnee. Auch in das Haus der Sarotniks ist ein lieber Gast geschneit, Oma Monika. Wie jedes Jahr überwacht sie das Anrichten des Lausitzer Kartoffelsalats. Der muss 12 verschiedene Zutaten haben. Jawohl. Zutaten haben, damit in jedem Monat, in 12 Monaten des neuen Jahres, das Glück sich bei uns zu Hause fühlt. Jawohl, okay. Und deshalb haben wir die 12 Sachen zusammengeschrieben. Mhm. Wir machen immer 5 Kilo Kartoffeln. Da kommt ein Glas, 1 Liter Glas. Mhm. Dann kommen 2 Zwiebeln rein, habe ich auch schon vorbereitet, klein geschnitten. Mhm. Dich bitte ich, das konnte ich nicht vorbereiten, auf diese Menge müssen 4 Äpfel. Jawohl. Abgeschält werden und gewürfelt werden. Jawohl, was mache ich? 12 Zutaten sollen Glück bringen. Und auch wenn das Bescherkind schon durchs Dorf gezogen ist, hier geht man auf Nummer sicher. Und was Oma Monika noch von ihrer sorbischen Schwiegermutter gelernt hat, gibt sie nun an die Tochter weiter. Ein wandelndes Kochbuch mit Rezepten auf Abruf. Die sind also beide überzeugt, dass wir die 12 Sachen drin haben. Ja, bin ich ganz sicher. Ja. Ich denke, wir haben es gut gezählt. Alles also drin. Doch irgendwie geht's beim Kochen ja auch um die richtige Menge. Aber auch da hat Oma Monika ein wachsames Auge. Wie ist es? Gut. Ja, aber ich würde sagen, wir machen noch 2 Löffel Essig rein und einen gehäuften Teelöffel Salz. Und dann kommt der Clou, Omas Würste. Auch wenn sie manchmal vergisst, dass die Enkeltöchter mittlerweile Vegetarier sind. Seitdem ich das hier mache, bringe ich immer dann vor Weihnachten die Kamenzer, die Wienerchen für die Kinder. Die essen das nicht ganz so gern, ja, weil diese Kümmel, nicht der Kümmel, jeder liebt nicht Kümmel, aber wir beide lieben den Kümmel sehr. Und dann den Bautzner Senf und dann bleibt man liegen. Und dazu den Kartoffelsalat. Zick. Und jeder, die Kinder können sagen, ich will so. Und das ist das, was wir am Heiligabend warm machen. Natürlich bleibt dann für Findus übrig und für alle. Hier sind sie glücklich. Und auch am anderen Ende des Dorfes geht es heute um nichts anderes. Auf dem Hof der Familie Kasper wachsen Obstbäume. Und jedes Jahr wird aus den Früchten Likör gemacht, um damit zum Heiligabend Freunde und Bekannte zu beschenken. Bei Balzers ist da ist so ein Körbchen am Tor und dort in dieses Körbchen steckt er das rein. Und bei Reizes kannst du, ich weiß nicht, steht der Futtereimer noch? Futtereimer. Wenn der Futtereimer noch vor der Tür steht, stellt das einfach auf den Futtereimer, auf den roten. Im Briefkasten wäre schlecht. Im Briefkasten ist schlecht, genau. Und ansonsten stellt das einfach an die Ecke unten hin, ja? Ja. Balzers hat ein Körbchen. Tschüssi, Mama. Bis dann, tschüssi. Tschüssi. Ich bin Wild und Krieg, liefen im Wald. Johanna und Franz sind die Weihnachtsboten. Ein anspruchsvoller Job. Oma hat gelogen. Das Körbchen hängt nicht, sondern steht. Hier hat jeder Hof so seine ganz eigene Methode, Weihnachtssendungen entgegenzunehmen. Warte, hier steht es.
Am Heiligabend haben die Kasperkinder ihr Dorf fast für sich allein. Keine Menschenseele unterwegs, nur die üblichen Verdächtigen. Guck mal, so sehen die Enten jetzt aus. Natürlich, auch das Federvieh der Nachbarn kennt keinen Feiertag. Hallo. Hallo. Im Westfalenhof, der anderen Gastwirtschaft des Dorfes, soll es heute Schokolade geben. Ob der Wirt noch daran gedacht hat? Ach hier, vom Kasperhof. Ja, was selbstgemachtes Apfelzimtlikör, sehr schön. Vielen lieben Dank. Tschüssi. Schöne Weihnachten wünsche ich euch. Mama hat gesagt, wir kriegen dann Schokolade. Ah, stimmt, da hast du recht. Hier kriegst du so schnell lässt sich die Elfjährige dann doch nicht abwimmeln. Nehmt euch einfach alles. Teilt euch gerecht auf, ja? Tschüssi. Einen fleißigen Weihnachtsmann wünsche ich euch. Ihn auch. Ihn auch. Dankeschön. Ich hab Zartbitter. Vollmilch. Janduja. Sollen die Enten mit reinholen? Sollten wir doch machen, ne? Ah nee, komm, wir lassen sie draußen. Ob das eine gute Idee ist? Schließlich landet heute so manches Federvieh in der Röhre. Bei Sarotniks ist die Gans schon erledigt. So ein bisschen was Krosses obendrauf, also das Geröstete. Damit zum Fest alle schön am Tisch sitzen und die Frauen nicht mehr rennen müssen, haben Mutter Sarotnik und Oma Monika vorgekocht. Da kommt einiges zusammen, wenn eine sechsköpfige Familie plus erwartete Verwandtschaft über die Feiertage verköstigt werden muss. Bleibt noch das Baumschmücken am Heiligabend. Denn etwas Heiliges ist auch, wenn der Schmuck dreier Generationen aus den Kisten geholt wird. Wir hängen eigentlich immer alle Kugeln auf, die wir finden. Weil wir es total bunt, sehr schön finden. Wenn wir also zu Weihnachtsmärkten fahren, dann ist das immer so ein bisschen Beute, die wir so machen. Wenn sie dann wirklich alt sind und nicht mehr so original sind, dann nehmen wir von unseren Wellensittichen auch die gesammelten Federn und stecken die dann individuell rein. Ja, das ist dann also sehr Marke Eigenbau, aber uns gefällt es halt und das ist schön. Und noch etwas finden die Sarotniks schön, junge wie alte. Weihnachtsmusik im Sound der 80er Jahre. Frankie Goes to Hollywood mit Relax und New Order, Blue Monday. Also Alphaville, Softcell, also die ganzen Hits, die da mal so in waren. Und dann kommt jedes Jahr diese CD und langsam wissen wir auch schon die Reihenfolge von den Liedern, sodass wir mal richtig schön mitmachen können. Es ist die Leidenschaft des Vaters. Eine Erinnerung an die eigene Jugend, der sich alle anderen gern anschließen. Und eigentlich sind die Hits ja auch längst Evergreens. So jedenfalls lässt sich das Warten auf die abendliche Bescherung gut überbrücken. Und während in der guten Stube Jingle Bell rockt, kommt draußen der Weihnachtsmann und staunt nicht schlecht. Schneeflöckchen, Weißröckchen, deckst die Blümelein zu. Ganz traditionell mit hausgemachter Musik stimmen sich die vier Kaspers auf den Heiligabend ein. Ob auch zu ihnen der bärtige Alte im roten Mantel den Weg findet, verdient hätten sie es schon. Und dann ist es endlich soweit. Los, komm, wir gehen mal gucken. Wenn es geklingelt hat, dann muss er oben sein. War es Geschenke schon? Ja. Unterm Weihnachtsbaum im Hof ist Bescherung. Und was sich die Kinder so sehnlich gewünscht haben, heute Abend geht es in Erfüllung. Es ist auch ein Dankeschön.